Mit Aufsteiger Stadlau hat der SKU wohl das Überraschungsteam der ersten fünf Runden zu Gast. Nach der knappen Niederlage in Horn wollten Achleitner und Co. aber dennoch an die gute Heimserie anschließen und gegen den bislang wenig bekannten Gegner jedenfalls punkten. Schon nach 2 Minuten kreierte der SKU aus einem Freistoß von Teuritzbacher zum ersten Mal eine gewisse Torgefahr. Etwa 5 Minuten später wurden auch die Gäste erstmals gefährlich. Zim Attern legte auf Kogelbauer ab, doch der Rechtsaußen wurde gerade noch entscheidend am Torschuss gehindert. Praktisch im Gegenzug kann der noch im Vorjahr so treffsichere Milan Vukovic endlich seinen ersten Meisterschaftstreffer für Amstetten erzielen. Farngruber zirkelt einen Flankenball auf die Brust des großgewachsenen Stürmers, der knapp innerhalb der Strafraumgrenze aus der Drehung halb Volley und sehr spektakulär zum 1:0 in die lange Ecke trifft. Auch kurze Zeit später hatte Vukovic den Wiener Tormann Zechner mit einem ansatzlosen Heber aus 30 Meter beinahe überrascht. Doch es blieb aber bis zur Pause bei der knappen, aber doch nicht unverdienten Pausenführung der Heimelf. Im zweiten Durchgang geht es in einer ähnlichen Tonart weiter. Stadlau bemüht sich von Anpfiff an um den schnellen Ausgleichstreffer. Die Gäste nehmen nun das Heft immer mehr in die Hand und drängen Amstetten tief in die eigene Hälfte. Nach 54 Minuten geht der Torhüter Affengruber bei einem Luftkampf mit 10 Metern zu Boden. Der Amstettner Goalie hat sich beim Versuch, den Ball zu sichern, den Daumen schwer verletzt und musste ausgewechselt und ins Krankenhaus gebracht werden. Somit kam Lukas Schweiger in dieser hektischen Partie zu seinem Debüt im SKU-Tor. Das Spiel wurde nun generell härter und die heimische Elf ließ nicht locker. Nach 64 Minuten jubelten die Amstettner über ein Abstaubertor von Lachmeier, der einen Lattenkopfball von Berisha über die Linie gedrückt hat. Eine umstrittene Abseitsentscheidung in dieser unübersichtlichen Situation. Nur wenige Minuten später findet der Wieselflinke Lachmeier eine weitere gute Einschussmöglichkeit vor. In der 69. Minute hebelten die Wiener die SKU-Abwehr aber doch einmal aus und konnten über ein Tor des eingewechselten Wendel jubeln. 1:1. In der Endphase liefern sich die Teams einen offenen Schlagabtausch und hätten jeweils die Partie für sich entscheiden können. In der 83. Minute lässt Patrick Lachmeier wohl den Matchball aus und verzieht aus sehr guter Position nur um weniger Zentimeter. In der Schlussminute kann auch der neue SKU-Tormann Lukas Schweiger glänzen und einen gefährlichen Distanzschuss von Stojilkovic sehenswert über die Latte drehen. Ja, natürlich will man jetzt nicht unbedingt so sein Debüt feiern, weil für den Affi ist natürlich sicher sehr schmerzhaft und sehr schlecht gewesen, aber ich werde meine Chance annehmen und werde schauen, wie ich das in den nächsten Partien dann umsetzen kann. Es war von den ersten Minuten ein harter Kampf mit dem Bus, was auf uns zukommt, dass sie im Konter stark sind. Ich glaube, wir haben es eigentlich relativ gut gemacht. Die Chancen, was erste Halbzeit gehabt haben oder das gesamte Spiel, waren immer noch viel besser oder halt noch unnötigen Fehler von uns. Da haben wir es stark gemacht. Ich glaube, nach den 90 Minuten, wo wir Chancen gehabt haben, müssen wir das 1:0 schauen, dass wir es über die Runden bringen, wenn wir es halt auf 2:0 erhöhen und so. Gäste, dass wir ein Heimspiel mit einem Punkt haben. Ja, es war eine harte Partie, aber wir haben, mit dem Unentschieden kann man auf jeden Fall nicht zufrieden sein. Wir haben sehr viele Chancen gehabt und sowohl erste als auch zweite Hälfte und da können wir zu Hause nicht zufrieden sein. Jetzt heißt es aber für dich wahrscheinlich Vollgas-Einsatz die nächsten paar Wochen. Ja, natürlich. Es ist sowieso, im Training gibt es sowieso immer nur Vollgas und im Match auch. Und ja, so wird es jetzt da weitergehen. Die nächste Heimpartie gibt es am 18. September gegen Solenau.